Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Ja, ganz hervorragend. Und ich baue das Diner, das Downtown Diner 10260 aus der Creator Expert Serie von 2018. 2500 Teile, ganz wunderbare Teile. Und ich bin mit meinem zweiten Bauabschnitt fertig geworden. Richtig. Erster Bauabschnitt habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist mal der Eingang, unten das Diner. Und oben drüber kommt jetzt diese wunderbare Fitness-Boxring, erste Stock-Geschichte dazu. Ja, richtig. Dazu zwei wunderbare Figuren. Einmal ein Mädel und einmal ein Kollege Boxer mit sensationeller 70er-Jahre-Porno-Friese. Da ist alles dabei, was man braucht. Ich meine, der Typ ist sensationell. Ich habe auch mal von dem Mädel hinten die Haare gerade gerückt. Die waren vorhin noch ein bisschen schief. Und jetzt passt das. Ja, haben wir schon mal vier Figuren, oder? Ja, Hammer. Es ist wunderbar. Zwei kommen. Stell ich mal weg. Auf den letzten beiden 8x16 Platten in Light Blue Grey, die für den oberen Stock dann gebastelt werden. Und jetzt schauen wir uns doch mal hier den ersten Stock genauer an. Dark Türkis, ihr wisst Bescheid. Dann hier wieder diese Klassiker, die 90 Grad gekippten Scheiben, die dann hier so eine wunderbare Fläche geben. Französische Fenster, hervorragend, alles dabei. Hier die Fensterkonstruktion, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, mit Klimaanlage. Ich finde sie sehr gelungen. Eine medium blaue Tür hier hinten mit einem netten Treppenaufgang, auch gebastelt aus Einzelteilen. Dann hier nochmal die Viererfensterchen und dann sind wir außen schon drumherum. Innen sind die Highlights hier. Der erste Stock ist eigentlich recht schön ausgestattet. Ich guck mal, wie kann ich es kippen, dass sich da nichts bewegt. Hier seht ihr mal den Boxring. Ein schöner Boxring. Dann hier hinten, natürlich hier, so ein schöner lustiger Sack, gegen den man ein bisschen klöppeln kann. Und was haben wir da hinten noch? Richtig, da ist die Tür, Klimaanlage, die Fenster, alles dabei. Und hier seht ihr schon einen kleinen Wasserspender. Und hier habt ihr dann ein... Warte mal, das bewegt sich. Wenn man richtig pumpen muss, hat man hier eine schöne Stange mit Gewichten. Und dazu habt ihr natürlich eine Bank, auf die man sich da legen kann. Und dann haben wir hier hinten noch, und das ist doch klasse gemacht, nochmal hier für die Kurzhanteln einen kleinen... ein Gestell. Schön. Schön. Und das sind hier, das sind nicht die aus den Minifiguren, also die im Stück sind, sondern das sind zwei Dreierbars, jeweils mit diesen, vor meinem Gesicht, da ist der Kontrast besser, mit diesen Aufnahmepins. Das sind Pins, also diese Bällchen, die kleinen Kugeln, mit der Kreuzaufnahme drin. Und dann werden die da einfach eingehackt. Und sie sitzen da drin. Dieser Wasserspender, Watercooler da, der muss ja sein. Wenn es ein American Diner ist und gehört ja auch in jedes Büro in Amerika, ist in The Office immer noch eine großartige Szene, wenn Michael und Dwight am... egal. Wurscht, das ist eine Serie, die mir Spaß macht, kann ich mir in einem langen Aufbauvideo von erzählen. Also, da haben wir das. Es steht unten auf zwei 8x16er Platten mit noch Verzierungen dabei und Querstreben, sehr stabil. Ich halte es mal fest, damit ihr das von unten seht. Sehr stabil gemacht. Hier oben drauf selbstverständlich wieder alles gefliest. Tolle Steine im Verbund. Und jetzt warte mal auf, ich könnte euch mal, wenn ich hier das jetzt schon so unterteile, Bauschritt für Bauschritt, habe ich auch viel mehr Zeit und auch Gedächtnisleistung, um auf die Sachen einzugehen, die mir besonders gut gefallen haben hierbei. Es sind ein paar. Zum einen finde ich hier die Verwendung von diesem Aufhängungsteil hier. Das sind die zum Beispiel, die im 72077er Technik-Rallye-Fahrzeug in der Aufhängung benutzt werden. Das ist so ein 5er Liftarm, der hier vorne eine Kugelaufnahme hat. Und in die von unten dann so eine Kugelbar, die also so ein Mikrofon ist das eigentlich. Warte mal, ich nehme hier eben ein paar Sachen auseinander, dann kann ich euch das mal zeigen. So. Und da seht ihr, da ist so eine Kugel reingesetzt. Und das ist klasse, die ist eigentlich hier drin. Da, Kugel. Und so eine Art Mikrofon, wenn man so möchte. Und mit der kleinen Geschichte dran. Setzt man da rein und schon hat man hier eine ganz hervorragende Konstruktion, dass da hier dieser Sandsack hängt. Finde ich super. Nächste tolle Konstruktion ist diese... diese Treppe hier. Ich zeige euch das mal. Die wird nämlich in mehreren Schritten angebaut. Die wird hier oben an diesen Brackets befestigt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das abkriege, ohne dass mir alles auseinanderfällt. Heps. So. Das hat doch ganz gut geklappt. Und gleichzeitig wird es hier noch gelöst. So. Und dann wird die hier runtergeklappt. Momentchen. Und jetzt nehme ich sie einfach mal ab. Dann kann ich es euch nämlich zeigen. So. Das ist die Leiter. Und das ist, finde ich, ein tolles System. Ich zeige es euch gleich noch mal ein bisschen genauer, weil... das hier, ja, geh ab und geh ab, ohne alles kaputt zu machen. Das klappt natürlich wieder nicht. Moment. Geh ab. Machen wir so. Und das sitzt hier dran.
Und das wiederum war eigentlich auch, als man es gebaut hat, jetzt wird es wirklich vielschichtig, jetzt baue ich echt viel zurück. Das ist eigentlich so runtergeklappt gebaut. Das zieht man dann nach oben und befestigt es. Und dieses Stück hier, das hier, wird dann danach oben rangesetzt. Und diese einzelnen Stufen hier werden nacheinander gesetzt, indem man immer hier mit dieser Klammer das hier so dran macht. Und die sind alle lose gewesen. Immer das sind ja hier eigentlich kleine Gartenzäune sozusagen, die man häufig auf die Fensterbänke setzt bei Häusern, um das irgendwie darzustellen. Mit einem Dreierbar und dann obendran so einem kleinen Ärmchen von einem Druiden oder so rangesetzt. Das dann 5-mal, 6-mal plus den Boden dazu. Und dann hat man seine Stübchen. Ist das nicht schön? Wie viel sind es insgesamt? 7 logischerweise. Ja, wenn es 5 in der Mitte sind, oben einer, unten einer, kommen wir auf 7. Ja, dann kann man drauf kommen. In der Mitte eine Achterstange mit Stopp und hier hinten ein kleiner Hinge. Und schon ist das fertig. Ich finde es eine schöne Konstruktion. Könnte man natürlich ewig fortführen. Hat man eine wunderbare Wendeltreppe, die sich immer weiter hochdreht. Mit dem schwarzen Pulli im Kontrast wahrscheinlich verbesserungswürdig. Aber ihr bekommt die Idee, was es ist. Und wenn man das dann so hat, kann man das... Hier unten sind diese beiden Wedges und hier die Aufnahme für den Hinge, der hier unten dran sitzt. Und hier an der Seite nochmal eine Klammer, um das Geländer festzuhalten. Fertig ist es. Ist doch ganz einfach, oder? So, bevor ich das gleich abreise, wünsche ich euch das hier. Obwohl, komm, wir kriegen es dran, oder? Wir kriegen es dran. Moment, einmal dran gesetzt, Hinge dran gekloppt. Und sobald der dann dran sitzt, kann man den ja, der Hinge ist natürlich ein Gelenk, kann man den hochklappen und dann hier diesen Dreierbar an diese kleine Klammer setzen. So, dann ist das rangeklappt und jetzt ist hier oben diese Sechserkante, diese Sechserplate, kommt hier oben an diese Vorbereitung. Und schon haben wir eine wunderbare Treppenkonstruktion, die gut aussieht. Gefällt mir. Ist auch stabil, ist jetzt keine gargelige Angelegenheit, also ist ernsthaft stabil. Ich traue es mich halb, man kann es auch hier an der Treppe festhalten. Kein Problem. Nächste Sache, die mich sehr fasziniert hat beim Aufbau, ist diese Fensterkonstruktion hier. Diese Fensterkonstruktion, an die komme ich auch leicht ran. Ja, nehmen wir mal einen Wasserkühler raus, damit ihr es mal seht, wie dieser Wasserkühler gebastelt ist. Ganz simple Konstruktion, gefällt mir aber immer wieder. In jedem Büro, Haus, sonst was sollte so ein Wasserkühler stehen. In jedem Lego-Haus zumindest. Jo, nehmen wir mal hier oben diese Konstruktion gerade ab. Das ist ja kein Problem, legen wir weg. Standard. Und jetzt mal ganz wichtig, wir nehmen mal stellvertretend die mit der Klimaanlage, die ist so lustig. Kommen mal raus. Das ist das Fenster. Das ist ein ganz normales Fenster. Unten jetzt, ob hier eine Klimaanlage ist oder ein Fenster, ist ja völlig irrelevant. Hier oben ist ein Bracket drauf gesetzt, dann dieses Bracket oben, diese zwei Viertelkreise Fliese. Und hier unten ein Panel, ja, so ein Panel. Das dran gesetzt. Das hier ist dann ein Fenster. Dadurch, dass das hier dieses Panel, diese Kante hat, und die ist ja ziemlich dünn, ja, diese kleine dünne Kante hier oben, kann man das... Wie viel fällt jetzt von diesem Zeug hier runter? Weg, kommt's. Kann man das hier, nein, Licht, oh, Mittelreflexion, ja, jetzt wird's richtig hell, hier unten reinhängen. Und zwar nimmt man das und packt das dann mit dieser Kante voran da unten hinein. Und dann wird das gehalten und kann gar nicht mehr kippen. Das hat hier jetzt einen Widerstand. Hat jetzt hier einen Widerstand, weil das unten an diesen Noppen gebremst wird. Das wird da so reingesteckt. Das ist für mich schon hart an der Grenze zur illegalen Bautechnik eigentlich. Aber das hält. Jetzt äumelt das hier natürlich rum und man denkt sich, das kann ja so nicht sein. Jetzt nehmen wir mal, setze ich erstmal diesen einer Brick da drauf. Jetzt nehmen wir hier diesen Brick Arch und in diesem Bogen oben ist ja eine Aussparung. In dieser Aussparung kann man jetzt hier oben das Bracket gleichzeitig zusammen mit diesen beiden Fliesen, mit diesen Viertelkreisfliesen setzen. Und das passt exakt oben in diesen Brick Arch. Und jetzt kann sich das überhaupt nicht mehr bewegen. Ja? Das ist hier fest, da ist kein Spiel mehr. Es passt ganz genau. Finde ich gut. Finde ich gut. Eine super Sache. Und dafür mag ich Modular Buildings. Für solche kleinen Elemente. Das hätte man ein wenig schäbiger auch anders lösen können, aber so gefällt es mir. Nett finde ich auch, dass das nicht komplett eben ist hier. Hier ist eine kleine Kante. Jetzt habe ich hier wieder das Thema mit keiner Kamera von oben und so. Ah, die Reflexion, ich weiß nicht, vielleicht hilft die sogar in dem Moment, aber das sieht schön aus. Das gefällt mir. Es hat was. Auch das hier ist hier so ganz leicht nach innen versetzt.
Ja, und das gibt der ganzen Sache so eine gewisse Lebendigkeit. Wenn alles immer so absolut glatt ist, gefällt mir das nicht. Schön. Schön, schön, schöne Kleinigkeiten. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde über irgendeinen kleinen Blödsinn gequatscht, der mich kurz fasziniert hat. Aber nun wisst ihr auch Bescheid. Und jetzt können wir das hier nehmen. Und ihr seht, hier sind ja auch die Aussparungen. Das, der erste Stock deckt natürlich nur den, das Stück von hier bis da ab. Also die Treppe hier bleibt frei. Ich habe jetzt auch hier den, der ist jetzt auch Silber. Ich habe vorhin gesehen, als ich das rumgedreht habe, dass ich da so ein Gauge drauf gemacht habe. Was da los ist. So, Türkis kommt über Türkis. Das Ding setzen wir da drauf. Und es hat hier im Vergleich zu manch anderen Modular Buildings relativ viele Noppen, um es festzuhalten. Und hier hinten noch eine, so, klackt überall rein und es sitzt. Und jetzt seht ihr hier schon diese türkisenen Dinge, die hochwandern. Hier die Seite, ein wenig weiß, es geht herum und wir kommen hier rüber. Und hier ist jetzt außen die offene Wendeltreppe. Das Haus, wie gesagt, wird diskutiert, ob das so sein muss. Es hat Bautechniken, die mich faszinieren. Und ich hoffe, ich konnte euch zumindest in den ersten beiden Etagen schon mal ein klein wenig nahebringen von den Details, die mir gefallen. Ich bin sicher, früher oder später landet es in jeder Sammlung aller Modular-Buildings-Käufer. Bin mir ziemlich sicher. Es ist übrigens kein Eckhaus. Ja? Also hier ist die nächste Idee des Andockens gedacht. Also das hier wird einfach so ein... Ja, ein Gang in der Hauswand durch. Ich finde es ein bisschen schade eigentlich, dass man das hier nicht irgendwie... Ja gut, wenn das direkte Haus drin ist, man kann so leicht hier hinten durchgucken, noch an diesen Stangen nach hinten. Ich bin mir nicht ganz sicher, so ein Durchgang hätte mir nochmal gefallen. Ich hoffe ja auch sowieso, dass da nochmal was, vielleicht auch so ein Arbeitsgebäude kommt, wie eine Tankstelle oder irgendwas. Das fände ich auch nochmal klasse, dass man irgendwie auch nochmal wirklich durchfahren kann in so ein Karree in die Mitte. Wenn man dann die Modular Buildings ja eigentlich in so einem Karree aufbaut mit den Eckhäusern, dass man in der Mitte dann auch nochmal was hat. Das würde mir gut gefallen. Naja, ein Motel oder so zum Reinfahren mit Parkplätzen. Was weiß ich. Irgendetwas, aber dann wird es wieder so amerikanisch. Und das ist gut, die anderen waren für mich auch alles Ostküsten-Townhäuser bisher. Also von daher passt das Amerikanische für mich gut zusammen. Aber bisher konnte man natürlich auch die Häuser ins Europäische ziehen. Vielleicht kommt ja auch mal ein Fachwerkhäuschen. Das fände ich auch nicht schlecht. Hier sind wir. Ich baue das Ding jetzt mal fertig. Und dann gibt es natürlich ein Review. Ganz klare Sache. Macht's gut, bis dann.